Das Steigenberger Aldau-Ressort ist ein gutes Reiseziel für Golfer, die auf den Fairways gern ein bisschen ihrer Leidenschaft frönen möchten, ohne dass der Urlaub mit der Familie darunter leidet. Die Anlage mit Privatstrand ist am Südzipfel von Hurghada äußerst günstig gelegen. Alles, was der dynamische Ferienort zu bieten hat, ist in greifbarer Nähe. Nun ist der Eldau-Golfplatz kein Meisterschaftsgelände, auf dem man mit donnernden Drives Eindruck machen kann. Aber das will er auch nicht sein. Hier hat man es mit einem 9-Loch-, Par-3-Pitch- und Puttplatz zu tun. Eingebettet zwischen Ferienhäusern und einem verschlungenen See in Strandlage mit Blick auf das Rote Meer. Aber Minigolf spielt man hier deswegen noch lange nicht. Aldau nimmt das Golfen durchaus ernst, was schon die Mitgliedschaft beim Internationalen Verband der Golfreiseveranstalter IAGTO belegt. Das Platzdesign stammt vom Schweizer Architekten Peter Haradine, der weltweit für mehr als 200 Golfplätze verantwortlich ist. Auch gibt es ein eigenes Clubhaus mit Restaurant, Bar und Veranda mit Meerblick. Die Fairways und Greens wurden mit umweltfreundlichem Seashore Paspalumgras ausgelegt, das leicht salziges Wasser verträgt. Die Fairways grenzen an Wüstenbereiche und es gibt 6 Bunker. Der See entpuppt sich als kurvenreiches Hindernis und muss an 3 Stellen überspielt werden. Abgerundet wird das Golfangebot von einer Aqua Range direkt ins Rote Meer. Übungsgreen und Übungsnetzen. Der Platz wird mit Flutlicht beleuchtet und kann somit auch abends bespielt werden.